Hallo meine Lieben, und zwar, ihr habt's gesehen, wir machen heute schöne Ostereier. Ich habe mir jetzt gedacht, also ich habe mir einmal so Pastellfarbe gekauft, die wird kalt angerührt, weil ich ja vorhab, einmal hier so Blümchen drauf zu machen. Das habe ich mir jetzt vom Teddy geholt, also das hat 1 Euro gekostet, das hat auch 1 Euro gekostet. Und dann habe ich hier noch so Pailletten, die haben auch 1 Euro gekostet. Also von daher, das ist machbar. Und dann habe ich hier einfach noch einen Kleber. Wie gesagt, das ist die Farbe, für die habe ich mich jetzt entschieden. Die habe ich hier schon entnommen. Da sind aber allerdings noch 2 weitere Farben drin. Aber ich wollte ja jetzt nur wenig Eier machen. Deswegen habe ich jetzt gedacht, müssen wir da jetzt nicht alles aufbrauchen. Und dann habe ich hier schon 5 Eier, die habe ich jetzt schon, also das sind hartgekochte Eier. Ich habe jetzt gedacht, da denkt da bestimmt auch, wie dämlich soll man sein, wenn ich jetzt zeige, wie man Eier hart kocht. Also von daher habe ich die jetzt schon vorgekocht. Und ich würde sagen, wir fangen dann mal an. Ich muss immer gucken, dass ich, weil ich euch das ja nah zeigen will, dass ich mich immer hier nicht so weit weg bewege, dass ihr das auch schön seht. Verleitet mich immer, das irgendwo anders hinzustellen. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. Und zwar, wir fangen jetzt mal hier an. Mal sehen, ob das schon gut rauskommt. Ah ja, geht wunderbar raus. Also wie gesagt, da sieht man schon, das ist blau. Ich habe halt jetzt in dem Falle extra Pastellfarben genommen, weil man ja sonst die Deko nicht so gescheit sieht. Und ja, deswegen habe ich das jetzt bewusst in dem Falle gemacht. Und jetzt gebe ich einfach kaltes Wasser dazu und dann werden wir mal sehen, wie die Farbe dann am Ende auch so aussieht. Ob das, oh je, das war ein bisschen viel, also kippe ich einen Schuss weg, habe ich es dann doch zu gut gemeint, aber auf ein neues. Und jetzt soll das Ei so 4 bis 6 Minuten da drin bleiben. Und genau, das ist halt schon mal der erste Schritt, den ich mache. So, und jetzt habe ich gedacht, machen wir nebenbei mal, ach, ich nehme mal die Farbe. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich 2 blaue Eier mache. Nehme mal die Farbe. Wasser hinzu. Ah, das ist eine schöne Farbe. Mache ich mal nicht zu viel rein. So, jetzt fangen wir mal an mit unserem ersten Ei. Ich habe hier wie gesagt einen Kleber und hier habe ich jetzt gesehen, dass die Teile hier sogar also was zum Kleben drauf haben. Allerdings wollte ich, erstens weiß ich nicht, ja doch, das hält ganz gut. Also, da bin ich wieder. Das mit dem Kleber hätte ich mir sparen können, den zu holen, denn ich habe jetzt 3 verschiedene ausprobiert und nichts klebt an den Eiern. Was natürlich jetzt in dem Falle das Gute ist, dass hier einfach die Klebedinger dran sind. Wahrscheinlich geht es dann einfach halt nur mit so beidseitigem Klebeband. Aber wir können es in dem Falle natürlich auch so machen. Oder warte mal, das machen wir mal hier weiter runter, damit man das nicht so sieht. So ihr Lieben, ihr seht, es ist kein Unterschied zu sehen, obwohl das in der Farbe war. Und zwar in dieser Farbe, die eigentlich hätte Fliederfarben sein sollen. Naja, keine Ahnung. Aber so, jetzt geht's weiter. Jetzt wollte ich ja diese Blümchen benutzen. Die gefallen mir total gut. Und jetzt ist nur das Problem, wie wir es halt vorher hatten mit dem Kleben. So, da ich jetzt kein doppelseitiges Klebeband da habe und mir jetzt auch kein extra kaufen will, habe ich mir jetzt als Alternative das überlegt. Ich habe mir jetzt einfach so ein Gummiband genommen. Das werde ich dann später, nachdem ich auf diesem Gummiband mir die Blumen aufgenäht habe, werde ich das dann einfach hier so drumherum ziehen. Muss man halt vorher einfach testen, dass es dann nicht zu locker ist, dass es dann auch eine gewisse Spannung hat und drauf bleibt. So sollte es dann später sein. Und jetzt werde ich einfach unter der Nähmaschine einfach diese Blümchen hier so drauf nähen und dann sieht es auch ganz nett aus.
Aber das werde ich jetzt erstmal machen. Aber wie gesagt, wenn ihr doppeltes Klebeband habt oder es auch kaufen wollt und nicht da habt, dann ist das natürlich eine super einfache Alternative. Ich mache es halt ein bisschen komplizierter, aber nur, weil ich mir das Geld jetzt auch sparen will für das Klebeband, was ich jetzt sonst nicht brauchen würde. Und dann sehen wir uns wieder. So, wie gesagt, jetzt habe ich hier die Blumen drauf genäht und jetzt kann ich mir das einfach hier so drumherum machen. Ein bisschen zupfeln und ziehen. Aber es muss ja auch eine gewisse Spannung haben, weil sonst geht es ja gleich wieder ab. Na, gehst du darüber? So, und das ist unser nächstes Ei. Finde ich eigentlich auch ganz süß. Aber wie gesagt, also mit doppeltem Klebeband geht es dann ganz easy. So, ihr Lieben, also das Ei, würde ich mal sagen, passt ja perfekt zu den Pailletten. Und da mache ich das jetzt wieder genauso. Und zwar nehme ich jetzt wieder einfach so ein Gummiband und tue das einfach, also tue die Pailletten da drauf nähen. Es gibt jetzt halt ein bisschen, ja, eine kleine Arbeit, aber ist nicht schlimm. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das hier drauf genäht habe. So, jetzt haben wir das hier gemacht. Hier haben wir das Band mit den Pailletten. Und jetzt werde ich das einfach hier so drum herum schlingeln. Na, so ein bisschen fixieren hier. Und dann haben wir ein schönes Ei mit Pailletten. So, jetzt habe ich mich schon bei euch verabschiedet und habe euch das noch gar nicht im Nest gezeigt. So, dann haben wir hier das Lilane. Dann nochmal eins in Blau. So, und unser Pailletten-Ei. So rum machen wir das. So. Und das sind jetzt unsere Ostereier. Dann macht's nach, wenn's euch gefällt. Und ich hoffe, wir sehen uns einfach wieder beim nächsten Mal. Tschüss!